von meiner Frau auf euer ja. Zimmer. Die frischeste. Yeah. Gehen wir es an. Ja. Ja. Ich heiße Sie willkommen, Martin. Wer ist das frische Bierchen? Seine Durchlaucht, der Prinz Orlowski. Pardon, kaiserliche Durchlaucht. Ich habe mir Prinzen immer ganz anders vorgestellt. Kosaken sagen, Pferd erkennt man nicht am Gang, sondern an dem Hafer. Und an die Äpfel. Humor, ne? Ivan, Diarjunki. Sagen Sie, lieber Marquis, sind Sie ein Mann von Ehre? Nein, kann nicht klagen. Dann sagen Sie mir auf Ehre und Gewissen, lieben Sie Wodka? Wenn es sein muss. Es muss. Ja. Trinken Sie Nazdarovje. Wie bitte? Nazdarovje. Kann man nichts machen, ne? Glücklicher Marquis, in Kraft noch Wodka. Boże mój. Ich sehe, Sie lieben Wodka. Sehr. Na, dann trinken Sie noch ein Glas. Ich möchte Sie nicht berauben. Trinken Sie. Danke. Setzen Sie sich. Der Wodka. Setzen Sie sich. Ich sitze ja schon. Eigentlich sollte ich ja schon lang sitzen. Ich muss Sie nämlich noch mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern hier Gäste ein, man nimmt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, auch bis zum hellen Tag. Darum weile ich mich stets dabei, was man oft treibt und spricht. Mehr als mir steht frei, denn ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es maniert, sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn unterdunkelt, er fiel mir aus zur Tür. So pack ich ihn unterdunkelt, er fiel mir aus zur Tür. Und fragen Sie, ich wüsste, warum ich das Sie ist mal bei mir so sitte, Chopin, ach so gut. Sie ist mal bei mir so sitte, Chopin, ach so gut. Wenn sich jeder, der sich langweilt, hinausfliegt, wird sich alle köstlich amüsieren. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst wär der Grob ich sehr. Und schenke Glas und Glas ich ein, damit ich Widerspruch. Nicht leiden, gar nichts fällt sich frei, ich will nicht hart genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich zieret mir ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Na, umso fest. Alles ist futsch. Das ist doch Nadine. Doch dazu im Gleich meiner Frau. Darf ich vorstellen? Eine Frechheit. Fräulein Olga, Fräulein Ida, Marquis Renard. Ja, ist Zeit, dass du Komödie spielen kannst. Frechheit, steh mir bei. Marquis, Sie machen ein verteufelt dummes Gesicht. Doktor, ich glaube, ich werde heute doch noch lachen. Sagen Sie, Fräulein Olga. Sind Sie schon immer ein Fräulein Olga gewesen? Ah, sagen Sie, mein Herr, sind Sie schon immer ein Marquis Renard gewesen? Diese Ähnlichkeit. Mit wem, mein Herr, mit wem? Das kann ich nicht sagen. Ja, was? Was? Nein, ich kann es nicht sagen. Also bitte, wenn Sie es unbedingt wünschen, ja. Mit meinem Stummer. Ich
Ida. Ich bekomme meine Markkamine. Auf meine Herren und Frauen, hier gibt es keinen Spaß. Zur rechten Zeit gekommen. Das ist ein zähler Pass. Sehen Sie, das Fräulein zierlich, der Herr Markiset, meint es zu possierlich. Für was denn? Verraten Sie. Für eine Zofe hält er mich, ist das nicht lächerlich? Klänge meiner Heimat.
Konvoi Tardas. Klänge. Ich bin nämlich im Dienste des Herrn von Eisenstein quasi als Hausdame? Ja, halt als Stubendame. Der Stubenmann! Was Stubenmann? Stubenmädel, Sie haben sich von mir die Hand küssen lassen. Den Mund ja auch! Oh, Gott, das bleibt aber unter uns. Sie gibt ja mir ihre Direktion, aber um ihre Diskretion. Ja. Aber natürlich bleibt das unter uns. Aber so peinlich, diese Abschlägerei. Aber dass Sie doch den Helm von Eisenstein sehen, ich eine große Bitte. Bitte. Ich war nämlich in dem schönsten Kleide meiner Gnädigen beim Bad in Villa Orlovsky. Jetzt möchte ich Sie sehr bitten. Bitte, Onkel!
warte, bitte, bitte. Das ist ein gutes Wort für mich, ja, einlegen. So, dass Ihnen verzeiht, ne? Aber nein. Nicht? Was denn? Dass er mir das Kleid schenkt, was mir gar so gut steht. Augenblicklich entlassen wir Sie, Ihre Herrschaft, mein liebes Kind. Das hat er schon längst getan. Was hat er schon getan? Ja, wir sind nämlich gekommen, um Sie zu bitten, dass Sie meiner Schwester behilflich sind, Sie als Künstlerin ausbilden zu lassen. Mich hat auch so ein Vornehmer hier ausbilden lassen. Beinahe uneigennützig. Könnte man fast sagen. Was ist, und ich soll sie auch so unausgenützt ausbilden lassen? Ja! Was hat sie, haben Sie den Verstand verloren? Ja! Da. Ich möchte dich nämlich unters Theater. Ja. Ich nämlich unters Theater. Sag, sie, haben Sie überhaupt ein Talent dazu? Und ich was habe ich? Ein Talent? Talent? Ja. Affen. Das ist ein Bimperlitsche. Natürlich habe ich ein Talent. Bimperlitsche, sagt sie zu mir. Jetzt in der Früh, Bimperlitsche, so kann ich. Spiele die Flügelschuhe vom Lande, natürlich im kurzen Gewande. So hüpf ich ganz neckisch umher, als ob ich ein Eichkapfel wär. Und der saubere junge Mann, so blitzlich lächelt ihn an. Durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur, da zupft man meinem Schürzenband, so fängt mein Schmatzen auf dem Land und folgt immer, wohin ich geh, sag ich naiv, sehr schlimm.
Musik.